The Morg, also known as the Elf, Night Elf, or Night Witch, is a figure from Central European folklore and mythology. It was believed that she was responsible for sleep paralysis, a condition in which someone is stuck in a half-sleep and feels that an invisible or evil force is weighing on them. The origins of the Mahr reach deep into Germanic and Slavic mythology. The word Mahr comes from the Old High German Marin, which means ghostly or spooky. The Mahr is often described as a female creature that sneaks into houses at night and frightens sleeping people. The Mahr is usually depicted as a small, old woman or a shadowy figure that sits on the chest of the sleeping person. This makes the victim feel as if they are being suffocated. These descriptions fit well with the symptoms of sleep paralysis, in which the sufferer cannot move and often has hallucinations of an evil presence. Im Dorf verschwand die schöne Maid. Man fand sie spät am Morgen. Im feuchten Gras das Haar zerzaust. Die Augen voll von Sorgen. Des Nachts, wenn Monde silbern scheinen, schleicht leist die Mahr durchs Haus und sucht der Menschen tiefste Träume. Trägt Schreck und Angst hinaus. Mit bleichem Antlitz, stumm und kalt, kriecht sie auf Bett und Brust, bis jeder schläft verängstlich bald, erwacht aus seiner Lust. So geht sie um in dunkler Nacht, wo Licht und Schatten fliehen, und mit der Dämmerung erwacht der Spuk in neuen Mühen. Die Mahr verschwindet mit dem Licht. Der Tag bringt keine Kunde. Doch jedem, den sie nächtlich sticht, bleibt Herzweh in der Stunde. Die Mahr, sie war die schöne Maid, die einst im Dorf verschwunden. Nun wandelt sie in Ewigkeit, in düsteren Traum gebunden.